Hallo. 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 Unser Inventar ist fast voll. Willkommen zurück bei Honeypop. Dem besten Spiel aller Zeiten. Der Welt. Ja. Ja. Ich schmeiße erstmal ein bisschen Kram weg. Wir haben viel Kram im Inventar. Ist ein bisschen her. Schuhe, die braucht ja keiner. Wir müssen bestimmt mit irgendwem knattern. Na. Ja. Ja. Darum geht's so hier. Du bist ein mutiger Typ. Ja, wir hier, Knight, jetzt direkt können wir so. Nein. Am nächsten Tag. Ja, die haben wir nämlich, glaube ich, schon gedatet, siehst du? Ja, ja, gedatet haben wir sie, aber wir können sie nämlich ballern, weil heute ist ja. Ja. Das ist, So, wir müssen hier überhaupt noch alles knattern. Lola noch, ne? Lola haben wir noch nicht. Dann haben wir. Audrey, Lola. Belly haben wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Belly haben wir, doch. Kyo aber auf jeden Fall. Ja, Kyo, Celeste, Kyo, Momo, und Momo. Celeste. Die Specials. Also noch 4 Stück. 5? Ja. Theoretisch. Nee, nicht theoretisch. Ja, praktisch auch. Nee, 6 sogar. Also 6? Lola, Audrey, Kyo, Celeste, Momo und 6. Und, ja. Oh, scheiße. Ja, gerade mal die Hälfte. Dann gehen wir mal zu Lola, wa? Machen wir erstmal die beiden fertig. Machen wir sie fertig. Let's finish them off! Muss sie auch schon, also, synchronisieren und so. Lola, die Frau, die ich immer vergesse, wie sie spricht. And what are we doing this morning? Ich glaube, das war die. Wenn nicht, ist es jetzt. Kauf ihr so eine hässliche Schwimmmütze. Nee. Einfach, weil die scheiße aussieht. Nee. Alter, wir haben so viel Geld. Wir haben richtig viel Geld. Kauf ihr was zu saufen? Was macht die denn gerne haben? Kauf einfach Whisky, ein Cocktail. Ne, wir können auch gucken, was sie gerne haben mag. Ja, die sagen, ihr Lieblingsdrink ist das. Aber du kannst dann auch immer noch den anderen Kran reinschütten. Das ist wie so ein Motor. Zum Anlassen erstmal ein Cocktail und der Rest kommt nach. Ne? Ja, ist richtig. Guck mal, Dai Kiwi ist doch auch sowas wie ein Drink. Ist Mojito Pina Colada. Das ist auch irgendwie, das sind doch alles. Das sind alles Cocktails, seid ihr blöd? Mojito auch. Und der beste Cocktail der Welt, Bier. Das sind doch alles Cocktails. Jo. Nö. Do I look like an alcoholic? Yes, you do. Ne, Cocktails will ich nicht. Das ist ein bisschen zu früh scheinbar. Na gut. Mist. Dann halt nicht. Dann gleich Date. Dann gar nicht reden. Nee. Reden machen wir dann heute Abend. Wenn es läuft. Ja. Ja, ist so, ne? Oh, botanischen Garten. Mach mal deine Maus weg. Ich mach so wenig Maus. Achso, du brauchst sie ja jetzt. Zu viel Absolutely Troll. Beautiful. Look at all the colorings. Oh, bei mir macht es Tong. Ja, hab ich gehört. Was macht die denn nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt aber erstmal irgendwas gezogen. Ha! Oh, ja. Hat sogar recht gehabt. Ich bin ja klug. Aber erst die Herzchen. Jo, wegen dies Passion. Ja. Oder wie hast du es denn vermisst? Passion, nee. Überhaupt nicht. Echt nicht? Nein, dieses Spiel nicht. Och. Es ist so gut. Ich hab's in der Zeit noch zweimal durchgespielt. Ich glaube dir. Da ist noch ein Herzchen, ja. Ich glaube dir ungesehen. Herr Büchner. Ich frage mich, ob irgendwann ein zweiter Teil rauskommt und ob wir den dann auch spielen. Natürlich. Selbstverständlich. Dieser emotionale Achterbahn, die wir hier durchlebt haben in diesem Spiel. Naja. Ist irgendwie nicht ganz so gut gerade. Nee, das liegt da gerade alles irgendwie. Ja, das ist doch schon mal. Doch, ja, schon mal. Das ist schon mal besser als gar nichts. Guck mal, hier kommen wir in Double Trouble. So, oh, und siehst ein paar Serien gab's auch noch. Das war schon gar nicht so schlecht. Der war erotisch, der Zug, möchte man fast sagen. Ja, ich warte ja immer noch auf dieses Spiel, was gekickstartet wurde, wo so eine Dating-Sim mit den ganzen Typen von Normal Boots, also mit Jontron und ja. mit
Bro Gerald. Eine Dating-Show von Normal Boots. Nicht Dating-Show. Spielen wollen. Dating-Spiel. Weil es lustig ist. Mich John Tron daten. Will aber John Tron nicht daten. Aber ich. Du kannst ja dann Pro Jared nehmen. Nein. Ich möchte auch nicht Brutal Moose daten. Aber you never seen such bravery. Ja. Da, ja, da ja. Hat er recht, aber. Oh, guck Fünfer. Mal hier, Alter. Was, Alter! Hm, da gebt ihr das Höschen auf. Aber. Bimmelchen links mal. Unten. Ja, oder was ich auch interessant fand, war Gogo Nippon. Ja. Das ist auch ein ganz schönes Spiel. Nee, erst die. Das, ja. Ja. Und dann und das. Dann das. Wir sind auch dumm, wir haben die falsche Blume mitgenommen. Naja. Wir haben eh nicht drin, immer ne? einen gesetzt, also. Das muss auch ohne Blümchen gehen. Meine Meinung. Ja. Mir fällt dann 3. Ja, geht. Bisschen. Ding, ding, ding. Ist halt gefährlich hier, ne? Mit dem. Ja, ist richtig, aber wenn. Wenn Jesus das so möchte, dann ja, ist eben. Das so. Dann ja, kannst du so, rechts rüberziehen, dann ja, hast du. Also. Nee, was? Ja, aber doch einfach mal alles an Flirtation weg. So schlecht. Sind natürlich die Broken Hearts ganz schön. Close together. Mhm. Das ist korrekt. Ja, dann hau den doch rein. Das machen wir doch einfach mal vorsichtshalber, oder? Ja. Dann sind wir doch auf der sicheren Seite. Rote, hässliche Lackschuhe. Jawohl. Die sind genauso die Frau, billig wie du. Für die Frau von heute. Jo. Oder aus den 80ern. Die Frau von heute trägt rote Lackschuhe. Ich weiß gar nicht, warum manche Männer da so drauf abgehen. Geht dir das so, dass du rote Lackschuhe oder Lackschuhe allgemein so... Oder eher so... Mir das kannst du auch Sneakers anziehen. Kommt auf die Schuhe an, ne? Ich sag mal, also was heißt kommt auf die Schuhe an, aber es gibt halt, ich sag mal, schöne Schuhe machen schöne Beine und schöne Beine sind erstmal ganz gut, ne? Ja, das stimmt. Den kannst du schon mal, den kannst du reinmachen. Ja, es sind 1, 2, 3, 4, 3. 5, 6, 7, 8. Es sind 4 Moves. Ja. Na, also so die Herleitung. Ja, das. Ob jetzt Lackschuhe das Nonplusultra sind, naja, da kommt es halt definitiv auf den Schuh an und auf das Outfit drumrum, ne? Aber du kannst halt auch nicht jeden Schuh zu jedem Outfit tragen. Das stimmt, aber wie sagt da ein weiser Mann, barfuß oder Lackschuh? Wie sagst du das denn? Oder nichts. Wie heißt er denn, der immer so besoffen war, der auch tot ist? Keine Ahnung. Warte. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ich weiß. Harald Junke, Entschuldigung. Achso, genau. Ja gut. Google the fuck on Harald Junke. Ja, das ist ein super Typ auch gewesen. Weil er ist ja tot. Ey, Alter, das war ja. So scheiße es am Anfang aussieht, ne? Ja, wir haben es noch nicht geschafft. Nee, wir haben es noch nicht geschafft, aber diese paar hundert Punkte sind loggerfloggig mit einem Max-Level von 12 in Passion. Ja, da ist so ein Entertainment unten, das Ganze mal. Ja, ich guck nur gerade, ob ich hier irgendwie. Nee, nur Moment, das kriegst du gerade nicht. Ja. Ja, da so. War einer dann. Da, also, ne? Und so. Ja, jetzt brauchen wir uns eigentlich nur noch finishen. Finisher! Ja. So, machen wir so nochmal. 8 Züge. Vollkommen egal, was so. Wir jetzt wohin ziehen. Wir können uns eigentlich nicht mehr verlieren. Naja, wenn wir jetzt alle Broken Hearts auflösen, wird es nochmal hängen, aber. Alter, ja, gut. 30. Komm, Bitch. Bitteschön. Viel so. Spaß damit. Success. Success! Was sagt sie? Sagt sie. Well, you know how to show a girl a nice time. I'll grant you that. Siehste. Aber das auch. Synchronarbeit machen, glaube ich. Ja. 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 Ja, ja. So. Oh, das Lazy Sunday Lazy Outfit. Sunday. Geh erstmal weg und dann wieder hin, damit wir mit dir reden können, damit so ein rein. Dübelt sich in den Kopf oder was? Nee. Nee, wir müssen jetzt erstmal abends zu Audrey. Ja, aber deswegen kannst du ja nachmittags nochmal zu Laula. Knattern können.
Ja, aber das bringt uns doch überhaupt nichts. Doch, Punkte hier für Updates. Boah. Ja, nun. Außerdem nochmal ein bisschen Unterhaltung, dass ich die synchronisieren muss. Jetzt nochmal hin, oder was? Jo. Ah, ja. Evening. Schau ihn mal. Jo, hier. Du, schön in der. Schön im Einkaufscenter. Hier hast du Schnapsschlampe, sauf. Ja, willst du mal. Oh, dann gib ihr was anderes. Nee. Doch. Oh. Das ist schon ihr Lieblingsdrink. Dann würdest du die anderen erst recht nicht nehmen. Das stimmt wohl. Aber ja, der kannst du jetzt einreihen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich. Auf jeden Fall. Gut. Jawohl. Dann knattern wir ein total Loli-mäßig aussehendes Mädchen in der nächsten Folge. Wie übelst nervt. Ja. Bis dahin. Bis später, Peter. Tschüss. Tschüss.